Wir befinden uns in der Heilig-Geist-Kirche des Missionshauses St. Gabriel. St. Gabriel wurde vom heiligen Arnold Jansen im Jahr 1889 gegründet, als zweites Missionshaus der Gesellschaft des göttlichen Wortes. Diese Kirche war so etwas wie eine Dankesgabe an den Heiligen Geist. Arnold Jansen war ein großer Heilig-Geist-Verehrer. Und das ist nachvollziehbar in dieser Kirche. Im Missionshaus St. Gabriel wurden tausende steiler Missionare ausgebildet. Im Jahr 1925 war der Höchststand von Ordensmitgliedern hier 594. Und deshalb ist auch diese Kirche so groß. Hier in diesem vorderen Teil gibt es eine besondere Gestaltung. Die Missionare wurden von hier ausgesandt und ich stehe jetzt hier auf einem Bild der Arche Noah, die in einem Fußbodenmosaik hier gestaltet wurde. Das geht wahrscheinlich auf eine Idee von Arnold Jansen zurück. Diese Arche Noah ist ein Sinnbild für die Kirche, die den Menschen Rettung und Heil bringt. Damals war ja die Überzeugung, wenn jemand nicht katholisch getauft ist, dann kommt er in die Hölle, dann ist er für immer verloren. Das eigentliche und stärkste Missionsmotiv in dieser Zeit war, wir müssen die Seelen retten vor der Hölle. Wir müssen die Menschen katholisch taufen. Und so haben sich sehr viele junge Männer in dieser Zeit der Gesellschaft des göttlichen Wortes angeschlossen. Geht in die ganze Welt, verkündet das Evangelium allen Kreaturen, steht um diese Arche Noah herum geschrieben. Und nochmal außerhalb, rundherum, ist die Weltkarte. Wenn die jungen Männer hier standen, frisch geweihte Priester, Ordensbrüder, die die ewigen Gelübde abgelegt hatten, dann haben sie vielleicht dorthin geschaut, nach Nordamerika, wo sie hingingen, um Auswanderer aus Deutschland oder Österreich oder der Schweiz zu begleiten. Oder sie haben nach Südamerika geschaut. Da gingen auch viele hin, weil sie Auswanderer begleitet haben. Die meisten gingen aber nach China, da oben dargestellt. Das war das erste große Arbeitsgebiet der Steyler Missionare. Im Jahr 1900 zu Pfingsten wurde diese Kirche konsekriert, geweiht vom ersten Missionsbischof der Steyler Missionare, Johann Baptist Anzer, der extra dafür gekommen ist. Ich finde es berührend und erstaunlich, dass um diese Weltkarte herum, die dargestellt ist, der Regenbogen in den Boden eingelassen ist. Der Regenbogen als Bundeszeichen Gottes mit den Menschen. Im Buch Genesis heißt es ja, nach der Sintflut hat Gott einen Regenbogen in den Himmel gesetzt, als Bundeszeichen mit den Menschen. Er meint es gut mit seiner ganzen Schöpfung, mit allen Lebewesen. Damit können wir heute, glaube ich, auch recht viel anfangen in unserem Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung. Außerhalb dieses Regenbogens sind Symbole der vier Evangelisten. Missionare der Gesellschaft des göttlichen Wortes brechen auf, um die frohe Botschaft den Menschen zu bringen. Da ist das Symbol des Adlers. Es steht für das Johannesevangelium. Da stand jemand da während der Aussendung der Missionare, ein Mitbruder, und hat den Beginn des Johannesevangeliums gelesen. In principium erat verbum. Am Anfang war das Wort, die Lieblingsbibelstelle unseres Ordensgründers. Und noch einmal, außenrum gibt es einen Rundgang hinter den Säulen und da ist das ganze Firmament dargestellt mit Symbolen für den Mond und die Sonne. Die Tierkreiszeichen sind da, Symbole für die Planeten.
die ganze Schöpfung kommt von Gott und er meint es gut mit dem ganzen Universum, das er geschaffen hat. Diese Überzeugung ist hier ausgedrückt. Und die Missionare, die hier standen bei ihrer Aussendung und dann in die ganze Welt gegangen sind, sie wussten sich unterstützt und begleitet vom Heiligen Geist, dessen Darstellung in der Apsis oben war. Zugleich aber wussten sie sich begleitet von den Heiligen. Sie sind dargestellt in den Altären und den Glasfenstern rundherum. Über dem physischen Himmel, dem Firmament, ist der spirituelle Himmel. Und dort wohnen die Heiligen, die die Missionare bei ihrer Mission unterstützen. Das war die Überzeugung dieser Missionare, die von hier ausgesandt wurden. So ist dieser Kirchenraum hier Ausdruck des Missionsverständnisses der damaligen Zeit und bis heute dient er uns zur Inspiration.